Mahlzeit, liebe Freunde, und herzlich willkommen auf Venero TV zu einem weiteren Destiny 2 Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Waffenschmiede im DLC Flucht des Osiris benutzen könnt und daraus die speziell wächsdesignten Waffen herstellen könnt. Es ist für mich eigentlich selbstverständlich gewesen, wie das funktioniert, aber ich wurde gestern im Stream dermaßen oft gefragt, wie das denn geht und kannst du mal ein Video drüber machen. Da dachte ich mir, mache ich einfach mal. Also an die Leute, die das selbst rausgefunden haben, alles cool. Ihr könnt dann wegschalten oder ihr gönnt es mir einfach und schaut das Video weiter. Und an die Leute, die das wissen wollen, dann ist hier für euch das Guide. Nun, legen wir los, und zwar müssen wir als erstes die Hauptstory durchgespielt haben. Wenn wir das getan haben, dann tauchen auf der Map, auf dem Merkur, ja, Adventures auf. Immer eins, wenn ihr das gemacht habt, kommt das nächste, wenn ihr das gemacht habt, kommt noch eins, insgesamt drei Stück. Und wenn ihr diese drei Stück erledigt habt, dann könnt ihr zu Bruder Vance gehen und Bruder Vance schaltet dann für euch die heroischen Adventures frei. Die heroischen Adventures sind ab Power Level 300, sind recht knackig, wenn ihr diese Solo macht, denn die Gegner machen wirklich viel Schaden und halten auch irgendwie extrem viel aus. Es ist aber machbar, da ihr unendlich oft sterben könnt und nicht wirklich eine Zeitbeschränkung habt. Auch bei der Mission, wo man eigentlich Zeitbeschränkung hat, habe ich nicht geschafft in der Zeit und dann wurde einfach gesagt, ach naja, hast du nicht geschafft, macht aber nichts, mach einfach weiter. Das ist mal wieder typisch Bungie. Aber zurück zum Thema, jedenfalls, wenn ihr euer erstes heroische Adventure abschließt, das dabei ist es egal, ob welches von den drei ihr dann macht, kehrt ihr zurück zu Bruder Vance und Bruder Vance gibt euch dann ein Osiris-Vers Nummer 1, das ist so eine Art Kiste, und um diese Kiste voll zu füllen sozusagen, braucht ihr dann ein Item. Dieses Item heißt zum Beispiel konzentrierte Radiolaria-Kultur. Wie man es bekommt, erkläre ich euch gleich. Jedenfalls, wenn ihr es habt, dann könnt ihr es mit Viereck sozusagen aktivieren und dann wird eure Prophezeiungsvers geändert. Ihr kriegt eine Art andere Box, wo ihr dann zu Bruder Vance gehen müsst. Von Bruder Vance bekommt ihr dann eine weitere Box und mit dieser Box könnt ihr dann direkt zu dem Schalter gehen, wo wir das Ganze auch craften können. Das ist hier diese Tafel. Und dann können wir auch direkt mit Viereck Waffe schmieden. Dann sieht das Ganze so hier aus. Das hat man auch in dem Stream gesehen. Die einen oder anderen kennen es, aber wie gesagt, das Guide ist auch für die Leute, die das noch nicht so ganz verstanden haben, wie das funktioniert. Und da haben wir unsere ultra coole Waffe. So sieht sie aus. Das ist das Scout-Gewehr, hat ziemlich gute Stats. Kann man auf jeden Fall mal zocken. Nun komme ich aber dazu, wie man denn eigentlich diese Gegenstände bekommt. Ich mache das Ganze mal anhand der nächsten Verskiste, und zwar, wenn ihr die erste abgeschlossen habt, könnt ihr zwischen drei Stück wählen. Vers Nummer 3 ist auf jeden Fall die Handfeuerwaffe, bei den anderen weiß ich das jetzt noch nicht aus dem Kopf. Ich habe mich hier für Vers 6 entschieden. Die Rätsel, die da drin stehen, offenbaren das einem nicht wirklich, was man da bekommt. Einfach mal machen. Ich meine, das Ziel ist sowieso, alle zu bekommen. Ist jetzt egal, ob ihr das oder das andere bekommt, beziehungsweise wenn es mit mehreren Charakteren macht, dann kriegt ihr eh alle. Und hier sehen wir zum Beispiel, wir brauchen zweimal konzentriertes Radiolaria-Kultur und zweimal fortgeschrittene Paradoxon-Verstärker. So, diese fortgeschrittenen, konzentrierten Sachen, die können wir direkt bei Bruder Vance kaufen. Das sind nämlich diese blauen Gegenstände, die ich vorhin zerlegt habe. Hier zeige ich das Ganze mal. So, da sind die beiden. Und ihr seht, um eins zu kaufen, brauchen wir 15 legendäre Bruchstücke und 10-mal Radiolaria-Kultur bzw. 10-mal Paradoxon-Verstärker. Und diese paradoxen Verstärker bzw. Radiolaria-Kulturen, die bekommt man von verschiedenen Aktivitäten. Und welche Aktivität das ist, das steht dann im Prinzip immer in den einzelnen Beschreibungen. Ich kann euch das sagen, bei Paradoxon-Verstärker, da müsst ihr schmelzige Matches spielen oder Strikes abschließen oder heroische Adventures abschließen. Dann bekommt ihr diese Radiolaria-Zeugs und bei dem Paradoxon-Verstärker und für das Radiolaria-Zeug, da müsst ihr öffentliche Events spielen und Kisten öffnen. Da muss man das Ganze nicht auf Merkur machen, das heißt schön in die ETZ gehen diese Woche, weil da der Flashpoint ist, weil da die meisten Leute sind und ziemlich viele Events am Start sind und da könnt ihr dann schnell das Ganze zusammenfarmen. Für die zweite Kiste braucht ihr 20 Stück, weil man ja zweimal den Gegenstand braucht sozusagen, für die Kiste dann 10-mal. Aber ich denke mal, das Prinzip wurde jetzt verstanden. Also wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen. Erstmal die Story durchspielen, dann die drei normalen Adventures durchspielen, dann ein heroisches Adventure durchspielen
und dann bekommt ihr den ersten Vers. Dann macht ihr, je nachdem, was ihr für einen Vers habt, ich glaube, dann bekommen alle den ersten, also alle den gleichen. Da muss man nämlich öffentliche Events zocken. Und wenn ihr die dann habt, 10 Stück, also von diesem Radiolaria-Kultur, dann könnt ihr bei Bruder Vance eine konzentrierte Radiolaria-Kultur erhalten, womit ihr dann diese Kiste aktivieren könnt, zu Bruder Vance gehen, umtauschen und dann die Waffe schlussendlich im Leuchtturm schmieden lassen. Das gleiche macht ihr auch bei den anderen Versen und schon ist das Ganze geschafft. Nun, liebe Leute, das war's auch schon mit diesem kurzen Guide. Ich hoffe, es konnte jemandem helfen. Falls ja, ich würde mich gerne über ein Like freuen. Und falls ihr immer aktuell in Destiny 2 sein wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich ebenfalls sehr unterstützen. In diesem Sinne, immer schön entschwingen lassen. Bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.